Hallo, ich grüße euch zum Teil 39D. Ich hatte ja angekündigt, dass wir noch einmal ein Video machen, wo wir die organisatorischen Fragen behandeln. Fangen wir mal an bei dem Bauvorhaben 239, da ging es um die Verweserwahl. Ihr wisst, Verweserwahl ist eine Geschichte, die uns in die Möglichkeit versetzt, einen Verweser zu wählen, der berechtigt wäre, wirklich staatliche Gesetze zu ändern oder zu erlassen, beziehungsweise eine Entlastung der bisherigen notstandsrechtlichen Verfügung, was anders ist ja das nicht, was der Bundestag gemacht hat, entweder bestätigt oder in der Haftung schickt, sodass wir eine Kassenglattstellung bekommen und der Bund im Prinzip das zu viel gezahlte Geld, was also unrechtmäßig gezahlt wird, sozusagen an den Kaiser zurückführen muss. Das würde also zur sofortigen Zahlungsunfähigkeit des Bundes führen, auch möglicherweise Zahlungsunfähigkeit von ganz Europa. Ist aber nun mal eine Sache, wenn sich ganz Europa gegen das Deutsche Kaiserreich verschworen hat und also hier bei dem ganzen Betrugssystem mitmacht, indem es also ständig Schweigegelder kassiert, weil sie den Leuten hier nicht sagen dürfen, was wirklich los ist in dem Land. So, und da muss man natürlich dann mal allen die Konsequenzen aufzeigen. Ja. Also es gibt zum Beispiel jedes Jahr, dass also hier die Hereros hier hochkommen und für den Herero-Aufstand hier Geld haben wollen. Obwohl das ein Überfall ist, der von Südafrika aus organisiert wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Da müssen wir uns dann irgendwann mal unterhalten, wenn der Verweser gewählt wird. Also der Verweser ist sozusagen derjenige, der an der Abwesenheit des Kaisers, der Kaiser ist ja irgendwann in den 60er Jahren gestorben, Staatsverträge ausfertigen darf und unterschreiben darf. So, und dieser Verweser muss immer direkt vom Volk gewählt werden. So, bei Max von Baden war es so, dass er eine Selbstermächtigung gemacht hat. Und durch Selbstermächtigung kann man nicht rechtmäßiger Verweser werden. So, auch Hitler hat eine Selbstermächtigung gemacht, konnte auch kein Verweser werden. Deswegen ist auch das Gesetz vom 5.2.1934 ungültig, weil er keine Verweserwahl gemacht hat. So, auch hat er Teile vom Reichstag von der Abstimmung ausgeschlossen, also das ist auch ein fataler Wahlfehler. Und außerdem war es so, dass die DDR nie die Rechtsnachfolge des Zeitabschnitts 1933 bis 1945 angetreten hatte, sodass also Bewohner von Mitteldeutschland überhaupt keine Änderung der Staatsangehörigkeit haben können, weil nämlich wir in der Ex-DDR keine Rechtsnachfolge waren. Und die, die nach 1945 geboren worden sind, sind im Rechtskreis geboren worden, der keine Rechtsnachfolge von der Zeit 1933 bis 1945 angetreten hat. Das ist natürlich eine Sache, die mich betrifft. Ne? Ich bin also 64 geboren, also nach der Zeit. So, und ich habe keine Rechtsnachfolge von 33 bis 45. Ne? Ich bin ja später geboren. Also bin im Rechtskreis geboren, der keine Rechtsnachfolge angetreten hatte. Jetzt vor kurzem ist ein Video aufgetaucht, dass jemand mal rumtelefoniert hat, der gilt denn die DDR-Verfassung noch? Ist eine interessante Geschichte. Am Ende kam wo raus, sie ist gültig. Die Frage ist nur, nützt uns das was? Ne? Also, man könnte ja sagen, ist die Sonne gültig? Da müsste man auch sagen, ja, aber es hat eben auch keine rechtliche Relevanz, ne? Weil eben keine Rechtsfolgen daraus entstehen. Und so ähnlich ist es eben auch, weil eben die DDR-Strukturen sind alle rechtswidrig abgewickelt worden. Also zum Beispiel die Volksarmee hat man entlassen, obwohl es gar keinen Grund gibt. Da hat sich die Bundeswehr, hat die Waffen sich organisiert. Am Ende sind sie dann irgendwo verschoben worden an irgendwelche Schurkenstaaten. Ähnliches mit der Volkspolizei passiert, die hat man entwaffnet und gekündigt. Und die ganzen Verwaltungen, was alles hier so war, dann hat man alles erzählt, das müsste jetzt Bundesrecht geben. Das ist aber eine Lüge, weil DDR stand zum damaligen Zeitpunkt der Auflösung bereits im kaiserlichen Recht. So, und dieses Recht steht uns bis heute zu. Und die Bundesrepublik hat uns für den angerichteten Schaden, dass sie ihre Schulden ja abgeladen hat, auch noch zu entschädigen. Es kommt früher oder später, kommt das noch. Weil es gilt hier kaiserliches Recht. Die Bundesrepublik kann ja gerne eine Währungsreform machen, haben wir ja nichts dagegen. Aber wir hätten alles neu kaufen können. Also selber Kredite aufnehmen, um die DDR-Betriebe zu modernisieren. Da hätte man sie nicht plattschlagen müssen. Ja, weil man hat damit nur die Konkurrenz beseitigt. Was anderes ist ja nicht passiert. Die haben die ganzen Maschinen geplündert und haben dann eine GmbH draus gemacht mit einem Bruchteil von Leuten. Und haben die dann innerhalb von 1, 2 Jahren, wo die Fördermittel Bindefrist abgelaufen war, dann gekündigt. So, und da hat man sich der Konkurrenz entledigt. Was anderes ist ja im Osten nicht passiert. Also Aufbau Ost ist nichts anderes als Aufbau der Schulden Ost. Ja, der Westen hat ja wesentlich mehr Schulden wie der Osten. Ja, die waren 624 Milliarden verschuldet und hatten
um die 60 Millionen Einwohner. Die DDR hatte 6 Milliarden Schulden und hatte 17 Millionen Einwohner. Das ist eine ganz klare Sache, wer hier ein besseres Rating gekriegt hätte. So, wir haben immer auf Sparflamme gelebt und haben sparsam gelebt und haben dazu auch eben keine Schulden aufgebaut. Und das ist eigentlich ein Lebensstil, der uns auch heute noch gut täte. Und wir in Mitteldeutschland würden sehr schnell ja, wirtschaftlich vorankommen, wenn wir nicht so eine Parteiendiktatur hätten, die also uns hier ausplündert mit den Geldern, die wir erarbeitet haben. Also wir arbeiten genauso schwer und hart wie im Westen, kriegen aber nur einen Bruchteil vom Geld. Und das kann ja nicht auf ewige Zeiten so weitergehen. Und da muss man sich dann auch immer wehren. So, und das Beste wehren ist, hier eine Zollgrenze zu machen und hier eine Verweserwahl, Thüringen und Sachsen, und sich dann komplett aus der Bundesrepublik und aus der EU verabschieden. So, und dann können wir eine eigene Politik machen, wie in der Schweiz. Und dann werden wir sehr schnell merken, dass die Währung, die dann hier gilt, wir wissen noch nicht, was da als Währung der Verweser einsetzt. Das ist also eine Sache, die der Verweser bestimmt. So, und dann können wir uns aus der ganzen Eurozone, NATO und den ganzen Hafer verabschieden und können eine wirtschaftlich starke Gemeinschaft mit Österreich-Ungarn machen. So, also eine Wiederauflage des Kaiserreichs. Und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis die anderen beitreten, weil wenn der Euro bei der Gelegenheit hinten runterfällt, bleibt ihnen ja auch gar keine andere Wahl. So, und die Sachsen ja als Pakt zu bezeichnen, das ist das Allerletzte, weil das ist eigentlich das Gebiet der Hoffnung. Ja? Weil wir haben erkannt, wohin das alles führt, und alle anderen, ja, die sagen, ja, die Regierung macht das schon und wir können ja eh nichts machen. Nee, doch, wir können was machen, wir müssen uns einfach nur wehren. Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Und es gibt ja kaum ein Schreiben. Hier zum Beispiel hat der Richter, auch ein sehr lustiges Schreiben, Richter Prader hat ja festgelegt, dass alles unterschrieben sein muss. Aber hat natürlich selber nicht unterschrieben. Ne? Also das ist so typisch bundesrepublikanische Scheinrechtsprechung. So, und damit muss Schluss sein. Und die Leute sind noch nicht mehr bereit, sich ja weiter verklapsen zu lassen von Wortmarkenträgern und anderen Leuten, die hier die Wohnungen plündern und Leute entrechten. Ja, man muss dann halt ordentliche Rechnungen aufmachen, 17% Zinsen, bis die Wiedergutmachung passiert, und dann werden die schon zur Vernunft kommen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja, und solange wie die Wiedergutmachung nicht passiert ist, lassen wir die Zinsen einfach laufen. Eine bessere Geldanlage kriegen wir am Geldmarkt eh nicht. So, und wir wissen, dass wir eines Tages einen Verweser wählen und dann die Leute in der Stadtverwaltung und in den Gerichten dafür zur Verantwortung ziehen. Fertig. So, da haben wir uns jetzt nicht heiß machen. Ja, kommt auch so über die Runden, bis es soweit ist, bis der Verweser dann im Amt ist. Und N minus einen Tag gehen wir dann dorthin, stellen die Anträge auf Strafantrag und dann holen wir uns das Geld von den Beamten hier wieder. Da ist einem Haus weg, Auto weg, Yacht weg, Pech. Haben sie umsonst gearbeitet. Ist dann so. So, aber gut, das machen wir alles hinterher. Entscheidend ist erstmal, wie kommen wir überhaupt in die Verweserwahl rein? Ihr wisst ja, dass eine kalte Gründung nicht funktioniert. Hatte ich mir schon zweimal erklärt. Ich erkläre es euch jetzt noch einmal. Eine kalte Gründung ist, wenn sich ein paar Leute im Ort einig werden, dann wollen jetzt eine Gemeinde aktivieren, sich in irgendeinem Gasthaus versammeln und in ihrem Kreis einen Verweser wählen. Das ist natürlich eine kalte Gründung, weil der Verweser hat ja weder eine Exekutive, noch hat er irgendwas zu sagen, weil es ist halt nur ein Verein. Und da bleibt alles, was im Verein ist, bleiben die unter sich. Also es hat noch keine Außenwirkung. So, eine andere Geschichte ist, wenn man das über Referendum macht. Also wenn man zum Beispiel jetzt alle einlädt, die in einem bestimmten Gebiet wohnen, also in einem bestimmten Siegelgebiet, nehmen wir mal an, zum Beispiel Gebiet um Pößneck, da ist das Siegel bekannt, was am 27.10.1918 gegolten hat. Dieses Siegel lässt man also per Referendum wählen, dass die Wahlkommission gültige Ausweisdokumente erstellen darf damit. So, damit kriegt er also eine Bescheinigung, dass er die Rechtsstellung der Bundesstaatenangehörigkeit hat, wenn er die Anforderungen nach dem Rüsttag erfüllt. Und mehr braucht ihr nicht. Und dann lasst ihr euch das im Ausweis eintragen. Und wenn die das nicht machen, macht es die Wahlkommission. Weil die hat ja per Referendum die Befugnis, das Siegel zu benutzen. Und die schreibt dann rein, Bundesstaatenangehörigkeit nach Rostock, Stempel rein, fertig. So, weil die Stadtverwaltung selber ist ja auch nur Willkür. Die ist ja nicht vom Kaiser installiert worden. Die haben sich auch nur selbst ermächtigt. Max von Baden hat sich selbst ermächtigt. Er ist nie durch eine ordnungsgemäße Verweserwahl ins Amt gekommen, sondern hat einfach gesagt, ich mache das einfach und ich setze hier mir Willkür durch und die Leute können sich eh nicht wehren, weil wir haben unsere Soldatenräte, und wer dann nicht sagt, was wir machen, dann erschießen wir einfach. Das war die Sprechweise
der Revolutionäre, weitgehend von der SPD, nur mal sagen, Liebknecht und Luxemburg kommen da auch noch dazu, ja, die also da so Hochverrat gegen den Kaiser gemacht haben und dann entsprechend abgestraft wurden. Ja, das ist eben die damalige Situation. Und aus der Situation sind wir bis heute noch nicht raus. Also wir haben immer noch den Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs, weil der Zweite Weltkrieg war nur die Fortsetzung des Ersten. Polen hatten ja damals, 1938, sind die in die Ostgebiete reingemarschiert und haben also dort die Leute vertrieben und schlimm gewütet. Ähnlich ist es in Tschechien mit den südlichen Ostgebieten gelaufen. Auch nur Vertreibung, Mord und Vergewaltigung muss ganz schlimm gewesen sein. Also wenn man die Berichte aus der damaligen Zeit mal liest. Es gibt auch einen Film, der Höllensturm, was wir auch mal gesehen haben. Ist alles so Sachen, die jetzt so nach und nach rauskommen, wo auch die Archive jetzt bei den Russen geöffnet werden, damit die Leute wirklich mal die Wahrheit erfahren, was hier los ist. Und das ist sehr wohltuend, das endlich mal zu erfahren, weil man in der Schule hat man es ja alles falsch gelehrt gekriegt. Ne? So. Und sie haben sich auch noch erzählt, dass wir auf das Bildungsniveau von Bayern uns anpassen müssen. Und dann haben wir festgestellt, dass das Bildungsniveau von Bayern 75% des Bildungsniveaus war, was wir hatten, ne, in der 10. Klasse, beziehungsweise in der Lehre. Also es ist schon erschreckend, was hier läuft. Ja, in einige Länder in Skandinavien haben wir das DDR-Schulsystem inzwischen übernommen, weil sie gemerkt haben, dass man in relativ kurzer Zeit ein sehr höheres Bildungsniveau erreichen kann, wenn man diesen Lehrplan nutzt. Ja, und das gehört auch wieder ja eingeführt, damit die Kinder auch was lernen in einer ordentlichen Zeit. Ja, ich bin selber durch die Schulbildung gegangen. Es ist mir nur wohlgekommen, wenn man die ganze rote Propaganda mal weggelassen hätte, könnte man aus dem DDR-Schulsystem mal was machen, was wirklich richtig anderen Fuß hat. Aber gut, eine andere Geschichte, kann der Verweser alles entscheiden. So, das heißt, man lässt jetzt ein Referendum wählen. Ja? Also macht keine kalte Gründung, sondern macht ein richtiges Referendum. Da ist also jeder dazu wahlberechtigt, der nach bundesdeutschen Regeln eine Wahlberechtigung hätte. Außer die Leute, die nachweislich nicht in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 gemeldet waren und auch später keine ordnungsgemäße Einbürgerung erfahren haben. Die sind nicht wahlberechtigt. Ja, also die Bundesrepublik kann ja niemand einbürgern, weil sie kein Verweser ist. Ja. Also das heißt, die rechtmäßigen Nachkommen der Leute, die in der Nacht vom 17. zum 18.07. gemeldet waren, die sind natürlich wahlberechtigt. Aber wenn, was weiß ich, nennen wir hier irgendein Ausländer, der wäre für dieses Referendum nicht wahlberechtigt. Das muss die Wahlkommission halt prüfen. Und die prüft das dann, ob derjenige gemeldet war in der Nacht oder ob er ein Kind von jemandem ist, der dort gemeldet war. Und dann ist das eigentlich auch okay. Ne? Weil auch in Krisenländern in Krisenzeiten hätte der Kaiser den einen oder anderen eingebürgert, wenn er sich hier in dem Land ordentlich benimmt. So. Die andere Geschichte ist eben die Anforderungen nach Rustag erfüllen, die würden also auch die Rechtsstellung nach Rustag bekommen. So, weil das in dem eigentlichen Wahlverfahren dann später eine Rolle spielt. So, das Referendum sagt einfach nur, in dem Gebiet kann dann das Siegel genommen werden, um ordentliche Fahrerlaubnisse auszustellen, also staatliche Fahrerlaubnisse. Wir haben ja im Prinzip noch keine staatliche Fahrerlaubnisse, sondern wir haben so einen Führerschein, der uns erlaubt, das Auto eines anderen zu fahren, weil der Eigentümer des Autos ist in der Bundesrepublik irgendein Bankenkonsortium. Man weiß es nicht genau, aber es ist so, dass ein Deutscher nach Hitlers Gesetzen 1534 kein Eigentum am Haus, am Grund und Boden und am Auto hat. Ne? Das ist in allen anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland ist es so. Und nur deswegen, weil wir eben mit der Staatsangehörigkeit getäuscht wurden. Und das muss eben aufhören. So, und sobald man dann die Bestätigung nach Rustag hat, muss eben das Auto dann auch zurückgegeben werden, weil man hat ja die Rechnung bezahlt. Also hat man auch einen Eigentumsübergang. So, das ist schon das Erste. Grund und Boden ist eine ähnliche Geschichte. Ne? Also man ist dann sozusagen der rechtmäßige Benutzer oder nee, nicht rechtmäßige Besitzer des Grundstücks, so lange bis der Verweser es anders entscheidet. Weil die Bodenrechte müssen alle 99 Jahre verlängert werden. Bodenrecht ist ungefähr sowas, man hat das Recht, das Land zu bewirtschaften. Also man kann drauf wohnen und man kann Landwirtschaft betreiben, aber man darf es einem nicht verlumpern lassen, beziehungsweise muss es auch vor Verunreinigung und sagen wir mal, Auslaugung des Bodens bewahren. Also man muss also die Fruchtfolge einhalten. Das würde also bedeuten, dass man
sechs Jahre lang ein bestimmtes Gebiet beackern darf und dann muss man es in 7 Jahren ruhen lassen oder man muss seine Felder einem teilen und diese Fruchtfolge einem einhalten. Das ist zwingend erforderlich, weil die ersten Siedler mussten das auch und wir leben ja im Prinzip als Nachkommen der Siedler hier in dem germanischen Stammesgebiet, was sich also weite Grenzen deutlich über die Bundesrepublik und die Grenzen 1914 ausdehnt. So, denn wir müssen ja, wie gesagt, den Erhalt der Natur sichern. Und momentan ist es nur eine Ausbeutung und das geht eben nicht. Wenn die Natur und die Ressourcen des Landes geplündert werden, um wirtschaftliche Interessen des Auslands zu befriedigen, das ist, wir brauchen keinen Export. Wir sind ein autarkes Land, wir können uns mit unserer eigenen Produktion selber beliefern und wir brauchen keinen Exportüberschuss. Das ist also unnötig, das ist nur eine andere Form der Plünderung. So, das muss also zurückgefahren werden auf ein vernünftiges Maß, auch die Steuern. Ja, der Kaiser hatte Steuern zwischen 24% und etwa über 80%, weil in jedem Artikel Matroschka-ähnlich wird auch Steuern drin stecken. Ne? Und irgendwann ist das Volk einfach nicht mehr in der Lage, diese Zins- und Steuerlast zu erwirtschaften. Und das führt einem dann zu den wirtschaftlichen Verwerfungen und Unruhen. So, und das wird man eben gerne vermeiden wollen. So, aber das kann eben nur ein Verweser entscheiden. So, das heißt, wenn die Wahlkommission dann per Referendum berechtigt wurde, das Siegel zu benutzen, dann fängt die an, sozusagen der Reihe nach die Einwohner im Prinzip einen Schein auszustellen, wo drauf steht, also der und der hat die Rechtsstellung eines Gemeldeten vom 17.07.1990 oder hat die Rechtsstellung nach Rustag oder ist überhaupt eine Wahlberechtigt. So. Das wird dann dort in der Bescheinigung bemerkt und dort gesiegelt. Und mit diesem Schein kann man sich dann den Reisepass nachbessern lassen, indem man also die Rustag-Staatsangehörigkeit dort feststellen lässt. Und die Eintragung dürfte dann auch die Wahlkommission machen, weil sie ja mit Referendum bestellt worden ist. Und die hat mehr Rechte und Macht als die Meldebehörde irgendeiner Stadt, die nur eine Firma ist. Ja, da ist es staatliches Recht, Notstandsrecht vom Kaiser. Und die darf dann also dort auch Eintragung vornehmen. So, aber es geht eben nur mit Referendum. Und wenn das Referendum eben nicht günstig ausfällt, na, dann fallen eben die Gebiete in die Willkür der Weimarer Republik oder der EU oder der neuen Weltordnung und werden eben erraubt des Feindes. Anders ist es nicht. Auto weg, Haus weg und so weiter. Das volle Programm. So, und die Gemeinden, die sagen, wir machen das jetzt mit dieser Verweserwahl, wir wollen es endlich mal wieder über unser Land selber bestimmen und schicken die Politikerkaste in Urlaub, beziehungsweise auch in die Vollhaftung, dann müssen sie eben die Verweserwahl einfach mal machen. Leipzig, Chemnitz, Dresden bieten hervorragende Voraussetzungen, weil es sind kreisfreie Städte, die können also eigene Verweser haben und wenn dann dort immer die Würfel gefallen sind, geht es relativ schnell, dass die Gebiete, die dann im Anschluss sind, sich dann eben dort anschließen. So, außerdem dürfte zum Beispiel Chemnitz auch Amtshilfe leisten, um aber andere Gebiete dann Wahlunterlagen zu prüfen und zu bestätigen. Das ist also auch möglich, wenn in dem entsprechenden Gebiet noch keine Wahlkommission gibt. So, und wenn dann die Ausweise ausgestellt sind, dann können wir also in verschiedenen Gebieten dann die tatsächlichen Verweserwahlen machen. Dort werden dann nur wahlberechtigt, wer die Rechtsstellung nach Rustag wirklich bestätigt gekriegt hat von der Wahlkommission, der etwa von Bundesdeutschen, also mit gelben Schein, die sind alle nicht wahlberechtigt, die müssen alle eine Einbürgerung durchlaufen. Zumindest die Rechtsstellung der Einbürgerung erwerben. Weil mit dem gelben Schein haben sie ja die Bundesstaatenangehörigkeit mit Füßen getreten. Anders kann man es nicht sagen. Und die Truppenteile, die immer noch mit dem gelben Schein rumrennen, da wissen wir, wo sie herkommen. Das ist Verfassungsschutz, die verklapsen die Leute und die weisen die nicht darauf hin, dass das Logo oben von der Weimarer Republik ist und der Weimarer Republik überhaupt kein Staat war. Was auch nur eine Firma ist. Und da muss man es eigentlich merken. Also ich habe es auch gleich gemerkt. Und viele andere, die hatten ein komisches Gefühl, dass mit dem gelben Schein was nicht stimmt. Und das Gefühl ist natürlich richtig, weil es ist halt mal ein Fake. So. Und dass man da noch 25 Euro bezahlen muss, das ist schon ein starkes Stück. So. Ein staatliches Dokument hat ein staatliches Siegel. Und das staatliche Siegel ist der Kaiseradler, beziehungsweise das Wappen des Bundesstaates, was am 27.10.1918 gegolten hat. Weil am Tag drauf hat sich Max von Baden selbst ermächtigt. So, und es gilt immer ganze Tage. Ja, es gibt also kein Inkrafttreten 14 Uhr oder so, sondern es ist in der Regel immer zum Tageswechsel. Also der Tag davor ist staatlich und der 28.10., was danach kommt, ist also
Willkür und ich sage immer dazu Banküberfall. Ja, wir sind dann halt die Betroffenen und da müssen wir uns halt wehren. So, wenn die Wahlkommission dann entschieden hat, dass die Dokumente nach Rustag die Rechtstellung haben oder nicht, dann wird die Verweserwahl gemacht und dann sind nur die wahlberechtigt, die männlich sind, über 26 Jahre und die Bestätigung nach Rustag haben. Und die wählen dann für das Gebiet in Verweser, der die staatlichen Strukturen dann der Reihe nach aufbaut, also entlastet oder nicht entlastet und die eigentlichen Entscheidungen dann treffen. Ja, das sind dann also die Entscheider und die werden auch nicht aus dem Kreis der Politiker oder der Parteien kommen, weil Parteien sind zur Verweserwahl nicht zugelassen. Muss man auch ganz deutlich sagen. Also die brauchen sich keine Hoffnung machen. Wer dort wählen darf oder gewählt werden will, der muss aus einer Partei austreten und muss auch, wenn er in einer Partei war, eine Loyalitätserklärung gegenüber dem Kaiser und der kaiserlichen Verfassung abgeben. Und die werden wir dann noch entsprechend ausarbeiten, sodass wir also keine Parteisoldaten an einer Verweserposition haben. Das müssen wir also für die Zukunft grundsätzlich ausschließen. Ebenso wäre die Besetzung mit Freimaurern in dieser Möglichkeit der Verweserwahl ausgeschlossen, weil die Freimaurerei im Prinzip der Kern der Weimarer Republik, also der Kern der Verräterschaft gegen den Kaiser gestellt hat. Und die wären also im öffentlichen Dienst nicht einsetzbar. Also wer irgendwo als Richter zusätzlich noch in einer freimaurischen Organisation war, Lions Club, Rotary Club, sind also alle vom öffentlichen Dienst nicht mehr einzustellen. Also das geht nicht, weil die eine Feindstaatenorganisation waren. Ja, das kann man also schon einmal mit der Erklärung zur Loyalität vom Kaiser als Freimaurer hat man da ganz schlechte Karten. Und ähnlich wäre es auch, wenn man Willkür gegenüber der Bevölkerung des besetzten Wirtschaftsgebiets begangen hat. Also ich denke mal so an Gerichtsvollzieher und ähnliche Leute. Also die brauchen sich keine Hoffnung machen, dass sie im öffentlichen Dienst nochmal Arbeit kriegen. Die müssen einen ordentlichen Beruf lernen, wie jeder andere auch, Handwerk oder Landwirtschaft, was auch immer. Für die wird es hart. Die müssen sich dann wirklich mit rechter Arbeit befassen. Das kann man gleich mal so sagen. Ja, es wird also nur ehrliche Menschen im öffentlichen Dienst geben, die nicht in der Partei sind, die keine Entrechtung begangen haben, die ordentlichen Lebenswandel vorweisen können, die sind geeignet, um so eine Position zu begleiten. So, und da geht es auch nicht darum, dass man sich in so eine Position wählen lässt, nur weil man mal Staatskarossen fahren will oder weil man alle wo in Katz buggeln sollten. Ja? Gut, alles klar erstmal. Dann mach ich das Video erstmal zu und bedanke mich.